So, hallo und auch herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Shadow of the Colossus. Ja, hab's seit langem nicht mehr gespielt gehabt, bin jetzt wieder erstmal frisch rein. Und wir sollen Piepenmatz besiegen. Hör ich was? Okay, ich höre ein bisschen die PSP. Ich hoffe, es wird jetzt nicht so schlimmer. Aber gut, mal gucken. Das letzte Mal haben wir schon ausgemacht von etwa, wo es glaube ich war. Ihn zu besiegen, das war glaube ich. In die Richtung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da hinten. Dann gehen wir mal hier runter. Miau. Au. Und beten wir. Beten ist immer gut. Beten ist immer schön. So. Okay, Arlo? Arlo? Was ist denn da? Arrow! Arrow! Hab ich lange nicht mehr gehört. Schade, dass ich jetzt nicht sprinten kann. Sonst wäre ich locker drauf. Ja, geil! Sofort das Pferd besteigen. Okay, seltsam, aber gut. Hey, los geht's. Da 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 Rufe hier runter, oder? Ja, hoch. Okay, also noch höher als ich dachte. Ich hoffe, dass ich hier weiterkomme. Ja, ich komme hier noch weiter, das ist schön. Ja, da unten komme ich jetzt... Vielleicht komme ich später noch da unten hin. Vielleicht gibt es noch einen Elefanten zu, zum Beispiel. Ey! Wir wollen es nicht nochmal klären. Oder? Wieso geht's hier runter? Warte mal kurz. Hä? Wieso geht's hier runter? Gibt's hier etwa keinen Weg? Nee, es geht bloß runter. Heilige Scheiße. Ich sehe jetzt hier nichts, aber... Irgendwo da oben, Mann. Also muss ich noch ganz schön weit reisen. Naja, weit reisen ist ja nicht so schlimm. Komm schon, Arrow. Ich schaffe nicht. Bisschen bloß Beeilung. Ich schätze dich hier nicht so. Ah, ich. Stopp. Seitdem ich weiß, dass es hier, glaube ich, irgendwie so in etwa Secrets geben könnte, muss ich alles abziehen. Irgendwas? Am Rand? Nö. Ui, aber es sieht hier gerade schon mal sehr schön hier aus. Vielleicht kriege ich irgendwann noch mal die Stimme zu hören. Wie beim letzten Mal, aber ich weiß ja, was es mir so sehr gebracht hat. Mehr Ausdauer oder ich nicht so sehr die Ausdauer verliere. Ich will mich jetzt auch noch nicht darüber spoilern lassen. Ah, guck mal hier, wir haben hier einen neuen Schrein gefunden. Bedeutet, wir können wieder beten. Bitte helf uns bei der großen Schlacht. Aber trotzdem, man muss ehrlich sagen, die Gegend ist alles so schön gemacht worden. Die PS4 ist auch ruhig bis zum geht nicht mehr. Ey, ich bin so glücklich. Mal gucken, wie lange noch. Bis eine Cutscene kommt, danach dreht sie ab.
Einmal angesprochen und schon geht's wieder los. Jetzt muss ich in die Richtung rein. Dann komm her. Mein Guter. Jetzt habe ich schon wieder am Arsch krapschen. Ne, wir wollen jetzt in die Richtung halt erstmal kurz. Ein bisschen kurz die Klippe erkunden. Also, um ehrlich zu sein, ich muss ehrlich wirklich ein bisschen mehr die Gegend erkunden hier auch mit. Weil, guckt euch einfach diesen schönen Ausblick an. Also, wer da sagt, dass ich halt nicht alles erkunden soll. Eieiei, ach du meine Güte. Riesen fettes Tal hier. Über die Brücke da oben sind wir gekommen. Das weiß ich ja noch. Trotzdem, das sieht einfach wirklich sehr schön hier aus. Ist hier sonst noch irgendwas? Aber wie hoch ich auch springen kann. Auch heftig. Welches Regant? Jetzt sind hier Schmetterlinge? Ist hier irgendwie ein Secret? Ey, ich muss hier wirklich so viel noch erkunden. Warte, kann ich hier hoch? Ich kann hier auch auf den Baum hoch. What? Wieso kann ich da auf den Baum hoch? Ja, an die Früchte komme ich glaube ich nicht ran, oder? Nö. Ist ja unkein was zufällig. Man sieht hier einen Baum, wo man hochklettern kann, also. Da fragt man sich. What the fuck? Seht ihr das auch? Ich habe doch hier eine Karte. Sind das etwa die Besiegten schon, oder? Oh mein Gott. Ja, jetzt wollte ich noch mal kurz zu diesem Stein, weil der sieht auch ein bisschen seltsam aus. Und danach aus von mir könnte es dann, glaube ich, so ein bisschen weitergehen. Ich glaube, dass ich hier noch was finden werde, ist ja nicht so viel. Ist ja drauf einzurechnen. Man sieht ja, hier ist ja eigentlich fast gar nichts. Ich suche hier vielleicht für irgendwelche Sachen, die man vielleicht ein bisschen sammeln kann. Ich sehe hier rein gar nichts. Also wenn ich ehrlich sein muss, das bringt mich schon zum Verzweifeln. Wie ich runterstolpere. Aber trotzdem, irgendetwas sagt die Gegend, hier ist irgendetwas. Arrow, komm her bitte. Also irgendwie, es sagt, dass hier irgendetwas ist, aber ich erkenne es nicht. Das ist für mich schon belastend. Wieso steige ich jetzt wieder? Also es ist für mich schon belastend zu wissen. Komm. Warte mal, ich hier nochmal kurz gucken. Also hier hinten ist rein gar nichts. Hier kann ich, brauche ich gar nichts mehr zu suchen. Na gut, dann. Das kommt. Ich muss irgendwie noch ein bisschen die Steuerung lernen. Ich ehrlich sein muss. Manchmal macht das Herd, was es will. Dann gut, dann gehen wir mal weiter. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse. Naja, vielleicht wird es später noch klar angezeigt, was genau. Los, komm! Warte mal. Wieso sieht das hier aus nach dem Friedhof? Ach du Scheiße. Also, um ehrlich zu sein, das sieht mehr aus wie ein Friedhof als das vorige. Da ist ja wirklich rein gar nichts. Das ist aber trotzdem die Stelle, die sie meinen. Arrow, kannst du bitte hier bleiben? Muss ich jetzt hier runter?
Ja, hier runter muss ich. Jetzt bin ich drinne. Okay. Geht's noch weiter? Nee. Wo muss ich hin? Links, 2, 3, 4, links, 2, 3, das Klettern ist jetzt gleich vorbei. Links, 2, 3, 4, links, 2, 3, das Klettern ist jetzt gleich vorbei. So. Und wo sind wir angekommen? Das sieht aber heftig aus. Also man sieht zu 100%, das ist eine riesen fette Arena, aber... Kannst du hier noch? Was passiert? Oh. Ja, von dich habe ich am meisten gehört. Uiuiuiui. Das wird wohl hart werden. Also wenn ich jetzt runtergehe, bin ich zu 100% gleich am Arsch. Sehe ich das richtig? Wo gehen wir am besten hin? Gehen wir jetzt erstmal gleich bis zum ersten und gucken, was da dann los ist. Also definitiv, hier haben wir den Gegner. Das ist schon mal schön zu wissen. Seien Sie, was ich mich frage, gibt es hier irgendetwas drin? In dem hier, also in dem See oder nicht? Das sieht hier alles so seltsam aus. Komm schon hoch. Aber wenn du nicht. Was muss ich denn jetzt machen? Ihn wütend machen? Okay. Ich hab nicht. Nein! Nein, nicht schon wieder! Nicht schon wieder dieses Spielchen! Ruhig bleiben! Ruhig bleiben, Vogel! Nein! Nein! Nicht ins Wasser! Ich habe das schon mal gelernt. Den Vogel wütend machen. Aber wo ist er hin? Tatsächlich, wie soll das Ganze funktionieren? Alter, man muss sich einfach bloß diese riesen fette Arena ansehen und man denkt irgendwie halt so, man ist gleich am Arsch. Weil ich weiß nicht, ob irgendetwas. Gibt es irgendwann noch halt, wie gesagt, so etwas wie einen spezielleren Boss, also der unter Wasser ist? Warte, hier werde ich ihn nicht bekommen. Vielleicht hier irgendwie so. Ja, jetzt. Mehr größer. Ja, ich weiß, du willst mich. Oh, nicht bekommen. Hier hinten, du! Fetter Vogel! Was ist denn jetzt passiert? Vogel, du, hier bin ich! Hinten. Ich muss hier in die Mitte. Vogel. Yahoo.
Hallo. Hab ihn. Bin drauf. Jetzt geht das schon wieder los. Festhalten und hoffen, dass ich oben bleibe. So, jetzt langsam. Oh, ey, das ist so belastend, wenn ich ehrlich sein muss. Das Problem ist, die Ausdauer geht schnell weg, wenn ich nicht hier irgendwo halt nicht festhalten kann. Ich bräuchte mal kurz Zeit, um die Waffe zu wechseln. Irgendwo muss jetzt irgendwo eine Schwachstelle sein. Oder sehe ich das Ganze falsch? Bis hier rein gar nichts. Wo zum Teufel soll hier eine Schwachstelle sein? Hä? Oben bleiben bitte. Nein, bloß nicht. Hä? Oh, da! Gefunden! Alter, ist das eklig gewesen. Na gut. Zustechen! Das Federvieh muss sterben! Für unsere Freundin! So. Weiter geht's! Stich! Weiter stechen! Das Vieh muss runterkommen! Oh. Oh, verdammt. So, ich kann jetzt wieder laufen. Jetzt nicht mehr. Halb zwei hinter mir die Stelle. Und wo ist dann die zweite? Ist hier schon. Oh, das ist eine miese Stelle. Ja, das ist eine sehr miese Stelle. Nein. Umbleiben. Gut. Bisschen festhalten. Dann geht's schon. Nein. Wieso musst du dich jetzt in diesem Moment bewegen? Dann komm schon. Komm schon, ich habe nicht genügend Ausdauer. Nein, nicht über Kopf. Nicht über Kopf! Darf ich jetzt mal wieder kurz Ausdauer dampfen? Nein, nicht. Nein, es fängt schon wieder an. Guck mal an Sorgen. Kannst mal still bleiben. Okay, ich kann. Nein! Nein! Nicht! Nein, nicht ins Wasser! Mann, ich war so lange oben. Hier oben ein bisschen abtauchen oder das Vieh kann mich doch sehen, dann war oben oder hä, aber wie, wofür sind dann die Säulen aber hier gut? Ist einfach bloß als Deko gedacht oder einfach bloß um zu zeigen halt, wo man lang gehen kann? Das frage ich mich gerade. Kann ich hier aber irgendwie schwimmen? Ne, das ist nur springen. Hier ist bloß tauchen. Ne, irgendwie kann ich hier nicht eher schnell schwimmen.
Ja, jetzt immer noch haben wir jetzt gesehen. Ja, trotzdem kann ich hier irgendwie hoch an den Säulen. Was kann ich hier machen? Ich will jetzt gerne mal auf eine Säule hoch. Hier ist eine kaputte Säule. Sehe ich ja. Hallo? Lass mich auf die kaputte Säule hoch. Nee. Wird wohl nichts. Und so schnell wie möglich dahin. Und wieder. Ist er. Piep, piep. Komm her. Muss ich irgendwo anders hin? Oder wie? Kommst du? Bin bereit für dich. Gibt's einen Sturzflug? Wohl nicht. Komm her. Ich hab dich. Komm her, mein Süßer. Ach, auf der anderen Seite das Auto. Oh. Also sozusagen, ich nehme ihm alles, womit er fliegen kann. Ey, ich wäre gerne mal wirklich auf die, wenn es wirklich mal gewesen wäre, auf die Säulen hochgegangen. Aber ich weiß nicht, ob die überhaupt irgendwas ausmachen, ob sie einfach bloß als Ziele da sind oder auch nicht. Habe ich keine Ahnung. Oh nein, bitte bloß nicht. Nochmal ein Stich. Flugunfähiger Vogel wirst du. Oh, meine Ausdauer. Nein. Bitte drehen. Bitte drehen. Bitte drehen. Bitte drehen. Achso, wenn ich keine Ausdauer mehr habe, dann verliere ich Leben. Oh. Das ist auch doof. Ich muss jetzt so schnell wie möglich rüber. Komm, halt die fest, halt die fest. Du wirst mich hier nicht los. Ich bin wie eine riesen fette Klette. Und nein, nein. Lass mich dir helfen. Mann, wieso will unbedingt jeder Vogel fliegen? Das war's. Ach du Scheiße. Yay, yeah, ich hab's geschafft. Ich bin frei. Ich bin frei. Hallo, ich schwimme zu dir, mein Gutster. Nein!
Krieg war sie okay, ein Riese soll jetzt unterm Tempel leben? Arrow, da bist du ja! Alter, 5 Tauben, die Tauben werden immer mehr. Ey, wenn ich nicht ehrlich... Also diese Gestalten, die hier sind, also... Das ist sicher so. Aber wo ist der jetzt genau? Tempel, aber wieso zeigt es da hinten an? Ist halt so etwas wie ein Eingang. Naja, das werdet ihr dann jedenfalls auch in der nächsten Folge sehen von Shadow of the Colossus. Ich werde mich hier jedenfalls verabschieden und wir kommen langsam. Wir kommen immer näher, unsere Freundin wieder zu beleben, hoffentlich. Wir haben jetzt halt den 5. abgeschlossen von, ich weiß nicht, 16. Wir sind halt immer mit der Hälfte durch, aber wir kommen langsam immer näher. Aber trotzdem, ich finde es halt irgendwie alles seltsam. Naja. Der Riesenvogel ist jedenfalls gestutzt und ich hoffe, euch hat euch jedenfalls die Folge gefallen und jedenfalls dann ciao, bis zu einer weiteren Folge von Shadow of the Colossus. Tschüss und schönen Tag euch noch.